Ist das der Kranz, den du gemeint hast? Ja, vielen Dank. Wo soll ich ihn niederlegen? Irgendwo neben den Grabsteinen wäre es passend. Sehr stilvoll. Dem Anlass angemessen. Kate, ist das Kleid für unsere Feierlichkeit nicht ein wenig zu laut? Entschuldige, aber ich habe keine Umstandstrauerkleidung. Wollen wir beginnen? Beginnen wir. Bitte, meine Freunde, setzt euch, entspannt euch und macht es euch bequem. Darf ich meinen Trauerflor abnehmen? Nein. Darf ich zunächst der lieben Kate Tanner meinen Dank sagen für den geschmackvollen Picknickkorb und die dezente Dekoration? Und ebenso danke ich Brian Tanner, der mir geholfen hat, die vielen Eis am Stiel zu essen, die uns die stilvollen Grabsteine geliefert haben. Wir sind heute hier zusammengekommen, im stillen Gedenken an eine Kolonie von Freudenspendern, in liebevoller Weise genannt meine Ameisen. In nur 5 kurzen Tagen haben sich diese drahtigen Sechsfüßler einen Tunnel in unsere Herzen gegraben. Nun liegen sie hier neben uns, symmetrisch ausgerichtet, Opfer einer unbarmherzigen Mittagssonne. An dieser Stelle scheint es wohl angebracht, ein paar freundliche Worte zum Gedenken zu sprechen. Willi, würdest du als Erster... Ja, natürlich. Ich kannte unsere Ameisen nicht so gut wie Alf. Ich glaube, das gilt für uns alle. Aber für mich waren sie die Verkörperung der Freundlichkeit. Ihr Haus war unser Haus. Sie werden mir fehlen. Nun, von allen Ameisen, die ich kannte, waren Sie am meisten liebenswert. Ich vermisse Sie auch sehr. Sie waren emsig und fleißig. Adieu, Jungs. Ich mochte Spunky. Den langen mit dem großen Kopf. Der konnte wirklich graben. Aber natürlich war auch er nur einer von 4. Da waren Sibyl und Jerry, die die Friedhofsarbeit verrichteten und ihre Tage mit den Larven verbrachten. Chad, Tyler, Jack, Logan und Jenna. Und nicht zu vergessen... Alf? Ja, Kate? Etwas anzumerken? Ich wollte nur wissen, ob die Grabrede noch sehr lange dauert, denn eine ganze Armee von Ameisen macht sich über das Picknick her. Es sind Trauergäste, Kate. Aber sie denken nur an den Leichenschmaus. Okay, wir kürzen die Sache ab. Adieu, Erbner, Alan, Alicia, Amy, Ameise Bea, Ameise M.